Breaking News. Die Entlassung von Julian Nagelsmann ist ja so gut wie fix. Es wurde zwar offiziell von Bayern noch nicht bestätigt, wird aber wahrscheinlich im Verlauf vom heutigen Tag oder dann halt im Wochenende offiziell bestätigt noch vom Club. Und es gibt schon neue News bezüglich Nagelsmann. Er könnte Trainer werden bei Tottenham. Was sehr, sehr interessant ist, denn wie jetzt rausgekommen ist, hat Bayern Nagelsmann entlassen und wollte Tuchel, weil Tuchel fast zu Tottenham gegangen wäre. Und sie wollten das verhindern, weil sie Tuchel als besseren Trainer gesehen haben. Und deswegen haben sie dann Nagelsmann entlassen und Thomas Tuchel angefragt und Thomas Tuchel geholt. Und jetzt soll wirklich Julian Nagelsmann ein Jobangebot bekommen haben für Tottenham, was sehr, sehr lustig ist. Das Interessante hierbei, es ist aber nicht komplett random, denn 2021, nachdem Mourinho entlassen wurde, war er Spitzenkandidat als nächster Trainer. Doch Bayern hat vor Tottenham zugeschlagen und hat ihn bekommen. Dementsprechend ist es nicht so, dass Tottenham jetzt randomhaft einfach Nagelsmann will, sondern das ist schon etwas, was schon länger geht, seit 2 Jahren. Er ist aber nicht der einzige Favorit, es sind auch noch andere Trainer. Trainer wie Pochettino oder ein Trainer von Celtic, von Brentford, von Sporting Lissabon oder Oliver Glasner von Frankfurt. Also es gibt mehrere Trainer, aber natürlich von denen ist er mit Pochettino wahrscheinlich der Trainer. Für die, die sich gerade fragen, was ist mit Conte? Conte ist zwar gerade jetzt noch Trainer, aber wird sehr, sehr wahrscheinlich entlassen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in den letzten Tagen lief es in Tottenham ja sehr, sehr heiß zu und da wird es sehr wahrscheinlich auf Trennung gehen, weswegen dann halt, wie gesagt, der neue Trainer gebraucht wird. Doch was sagt ihr zum Ganzen? Seid ihr immer noch überrascht, dass Julian Nagelsmann entlassen wurde oder nicht? Und was sagt ihr zum Thema Tottenham? Schreibt das gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann im morgigen Video wieder.